Wie du verrückte Animationen und Texteffekte mit Premiere Pro und After Effects wie in einem Showreel erstellst, zeige ich euch heute. Ein kurzer Reminder, ich bin kein Profi, es gibt deutlich bessere Menschen in diesem Bereich, aber hoffe, dass ich euch natürlich trotzdem weiterhelfen kann. Bevor wir zu den krassen Effekten kommen, beginnen wir einmal mit den normalen Animationen. Das einfachste bzw. die bekannteste Art ist das Keyframe. Man nimmt die Größe oder die Position eines Bildes, setzt ein Keyframe, geht in der Timeline ein paar Frames nach vorne und setzt einen weiteren Keyframe. Und zack, schon hat man seine erste kleine Animation. Diese Frames kann man sowohl in Premiere als auch in After Effects erstellen. Und natürlich auch in ganz vielen anderen Schnittprogrammen. Ich schneide meine Videos mit Adobe Premiere Pro, aber bearbeite die Clips in After Effects, dass dort mehr Möglichkeiten und Plugins gibt. Um einen Clip aus Premiere in After Effects zu bearbeiten, muss man einfach nur Rechtsklick drücken und auf Durch After Effects Komposition ersetzen drücken. Dann öffnet sich After Effects und tada! Der Clip wird live synchronisiert und auch in Premiere aktualisiert. Warum nutze ich für viele Animationen After Effects, wenn es auch in Premiere geht? Ganz einfach, weil ich ein Plugin namens Flow für After Effects habe, welches mir ermöglicht, einfacher und schneller smooth Animationskurven zu erstellen. Dieser Graph zeigt, wie schnell die Position von einem Keyframe zum anderen gewechselt werden soll. Man kann Presets für die Graphen setzen und die Kurvenverläufe auf alle Keyframes gleichzeitig setzen. Das erleichtert den Workflow deutlich, aber kostet dementsprechend auch 30 Euro. Ein weiteres nützliches Plugin, welches ich seit kurzem benutze, ist das Shadow Studio 2 Plugin, bei dem man für 50 Euro jede Schattenart, die man sich vorstellen kann, auch erstellen kann. Und nein, das Video ist nicht gesponsert. Ich finde nur, dass diese zwei Plugins sehr nützlich sind und ihre Erwähnung verdient haben. Es gibt auch noch viele andere nützliche Plugins für After Effects, aber ich benutze derzeit nur diese beiden, denn an sich reicht es auch erstmal vollkommen aus. Man kann an sich auch ganz gut ohne Plugins auskommen und darauf verzichten. Bei der Schrift am Ende des Showreels habe ich den inneren Schatten ausgewählt und die Farbe gewechselt, um einen speziellen Glow-Effekt zu erzeugen. Dieser lässt sich perfekt mit dem Leuchten-Effekt ergänzen, welcher ohne zusätzliche Plugins erhältlich ist. Hier kann man ein bisschen mit dem Radius und mit der Intensität rumspielen. Ich hoffe, ich konnte dir bis jetzt auch schon weiterhelfen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like für weitere Tipps und Tricks beim Schneiden freuen. Eine Frage von euch war auch, wie ich den smoothen Farbverlauf bei den Schriften erstelle. Auch dieser wird in After Effects erstellt. Bei dem Effekten- und Vorgabenfenster sucht man einfach nach vier Farbenverlauf und zieht ihn auf die Textebene. Bei den Einstellungen kann man nun die Farbe und die Position ändern. In Kombination mit dem Leuchteneffekt wirkt der Farbverlauf nochmal intensiver und bekommt einen richtig schönen Glow-Effekt. Um noch mehr Detail einzubauen, kann man den CC Light Sweep-Effekt suchen und auf seinen Clip ziehen. Spielt mal ein bisschen an den Werten herum und setzt ein paar Keyframes, lässt sich ganz einfach dieser Lightning-Effekt erstellen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Hier kannst du dir noch mein neuestes Showreel ansehen, bei dem ich auch einige dieser Effekte angewendet habe.